Okay Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Tiny Aura 6 und ich hoffe mal, dass der Sound wieder stimmt, denn ich habe gerade einen relativ unerfolgreichen Test gemacht, aber ich muss mich beeilen mit der Folge bzw. der Aufnahme, deswegen nehme ich es nun so, es geht einigermaßen wie ich es hier sehe, nur ich hätte halt gerne noch einen größeren Ausschlag. Neulich hat mir das dann schon wieder wesentlich besser gefallen, als ich aufgenommen hatte, aber das Ding ist, dass ich halt zurzeit generell nicht so oft dazu komme, deswegen sind öfter längere Abstände zwischen den Folgen und somit kann ich leider nicht wirklich mehr so einen Flow hinkriegen, dass ich weiß, okay, genau so stelle ich es ein und beim nächsten Mal wieder und dann wieder, weißt du, da hat man das echt gut im Kopf, da weiß ich auch direkt, okay, wie stark muss der Ausschlag in Outer City genau sein. Jetzt zum Beispiel ist es wieder eher eine Frage vom Augenmaß, ob das dann noch so genau ist, wie es sein soll. Wenn man das nämlich entsprechend oft macht, dann kann man sich schon einen geschulten Blick aneignen. Das ist mir durchaus aufgefallen. Aber gut, ich würde sagen, dass wir jetzt mal nicht die ganze Zeit wieder random rumlaufen in der Welt, sondern es gibt ein bisschen was wenigstens zu zeigen aus dem Stream. Nicht allzu viel, denn ich hatte nicht viel Zeit zum Streamen, aber immerhin bin ich dazu gekommen. Das Problem war halt auch, dass ich nicht nur wenig Zeit an sich hatte, das wäre vielleicht noch gegangen, aber ich war darüber hinaus relativ unkonzentriert währenddessen, weil ich wirklich komplett irgendwie auf was anderes fokussiert war noch und darüber nachgedacht habe und nebenbei wollte ich auch noch erzählen über ein paar Themen beziehungsweise ich hatte einige formelle Sachen, die ich einfach mal am Anfang des Streams sozusagen loswerden wollte. Also es ist jetzt nichts Großartiges, was ich hier zum Beispiel komplett wiederholen wollte. Nur vielleicht teilweise, dazu kommen wir eventuell später, keine Ahnung, ob ich das heute mit einfließen lasse, beziehungsweise überhaupt. Das werde ich mir überlegen im Laufe des Videos gerade. Jedenfalls konnte ich mir eben nicht so viel Kreatives überlegen, wie ich zum Beispiel weiterbauen möchte. Das ist ja echt eine Frage. Jetzt habe ich erstmal nur überall so einen weiteren Block draufgesetzt, damit man wenigstens sieht, dass ein bisschen was passiert ist. Aber da hinten sieht man auch schon, dass das nicht überall gleichmäßig stattgefunden hat. Zum Beispiel hier oben als nächstes, ne? Einfach auf der Seite weniger als drüben, aber egal. Ich muss mir eh noch grundsätzlich überlegen, ob ich diese Balken da haben will oder lieber nicht, denn ich hatte vorher als Idee, dass wir da überall Zaun durchziehen, obwohl ich trotzdem entsprechende Lücken gelassen habe. Naja, ansonsten ist mir aufgefallen, dass auch da oben einige Lücken bestanden haben, jetzt mal um diese Überleitung zu verwenden. Und zwar bin ich vorher bislang immer davon ausgegangen, dass das alles mit Slabs versehen wurde, sodass da keine Mobs spawnen können. Nun habe ich aber festgestellt, nee, das besteht komplett aus ganzen Blöcken und ich weiß nicht warum das mir plötzlich jetzt ins Auge sticht, denn das hätte ich doch viel früher merken müssen eigentlich. Also es war entweder meine Bedingung, dass ich ausleuchte oder eben die Slabs dahinsetze, deswegen ist mir das ein absolutes Rätsel. Ich hoffe, ich finde das raus, vielleicht ist es ja sogar ein Prank gewesen von jemandem, dass man die Slabs entfernt hat, obwohl ich mich jetzt auch nicht mehr so genau erinnern kann, dass ich die gesetzt habe, es sei denn, es ist länger her. Das ist halt die Frage wieder. Da müsste ich eigentlich recherchieren direkt und alle möglichen Folgen und Streams durchgucken, aber das ist mir natürlich alles zu anstrengend, das machen wir mal lieber nicht. Aber eins erklärt das Ganze schon sehr deutlich, und zwar, warum ich mich regelmäßig wundern musste, dass keine Mobs spawnen. Ich bin ja diesem Rätsel schon öfter jetzt auf der Spur gewesen. Und da habe ich noch immer gesagt, naja, irgendwann finden wir es schon raus und wir haben jetzt hier schon jene und diese Hinweise deswegen gesammelt, also dass ich nicht mehr weit von der Lösung entfernt sein kann. Und jetzt hat sich bestätigt, dass das Ganze hier Hand und Fuß auch kriegt, dass zum Beispiel ja nachts immer tendenziell weniger Mobs gespawnt sind als am Tag, weil tagsüber da oben die halt verbrennen oder keine neuen nachspawnen, wenn ich mich beispielsweise aus der Entfernung hierher bewege, wodurch direkt der Platz drinnen genutzt werden kann, damit welche spawnen. Und somit hat sich das jedes Mal gut gefüllt, aber da mussten eben alle Bedingungen stimmen und das ist natürlich auch nicht einfach. Da sammeln sich ja Spinnen, Creeper etc. das komplette Programm. Wahrscheinlich, wenn ich aus dem Nether gekommen bin, da muss das Spawning tagsüber zumindest am besten funktioniert haben, denn das sind ja die perfekten Voraussetzungen gewesen, aber na gut. Ich bin mal gespannt, wie sich das insgesamt jetzt auswirken wird, ob ich tatsächlich feststelle, dass wir richtig viel Zeug plötzlich kriegen oder es sich doch noch in Grenzen hält einigermaßen.
die wichtigsten Mobs für mich wären ja eigentlich Hexen, dass wir die mal ein bisschen aufstocken und die Drops bekommen entsprechend, denn da brauche ich unbedingt alles Mögliche. Vorhin habe ich zwei Stück vor allem gekillt wieder, da ist kaum was rausgekommen, nur ein Stick und eine Glasflasche, ja toll. Da kann ich mir inzwischen auch erklären, warum ich bislang mich immer gewundert hatte, dass die so wenig droppen, beziehungsweise wir noch nichts bekommen haben, obwohl wir schon einige gekillt hatten. Aber wenn da immer kaum was rauskommt, was willst du da machen? Also ich kann ja hier schlecht den Code oder so ändern, beziehungsweise die Loot Tables. Das wäre dann die einzige Möglichkeit, dass man so eine Art Datapack vielleicht hier installiert, für Skyblock angepasst und somit auch an andere Blöcke kommen kann, wie Sand und so. Obwohl das ja nochmal eine ganz andere Baustelle ist, denn das Glas, was man aus Sand machen kann, kriegen wir auch aus Villagern. Nur die Frage ist, aus welchen? Da brauchen wir nämlich einen bestimmten Beruf. Der Bibliothekar hilft uns da nicht großartig weiter. Ich weiß nicht, welchen Loot Table muss ich dafür machen. Am Ende ist das der mit dem Eisenbahn. Das wäre dann wieder eine Sache, wo wir ewig warten müssen. Obwohl, das könnte jetzt auch wieder schneller gehen mit der Mobform. Also, ich denke, ich kann die nächsten Streams ein bisschen wieder darauf verwenden, dass wir mehr an der Mobform stehen und auch verletzlicher Zeug kriegen. Und dann gehen wir diese ganzen Geschichten, die wir uns schon eh länger vorgenommen haben, Stück für Stück weiter an. Ich denke, jetzt kann es nur schneller gehen wieder. Ansonsten habe ich festgestellt, dass ich relativ viel Cobblestone dafür oben brauchte nochmal. Also das ist gar nicht zu unterschätzen mit dem Zeug, was dafür drauf geht. Da muss ich bald schon wieder höchstwahrscheinlich Neues farmen. Aber ich denke, dadurch, dass ich ja einiges an Cleanstone hier habe, den wir ja genauso für bestimmte Sachen verwenden können, ist das noch ein bisschen okay, dass wir abwarten und nicht sofort hier aufs Gaspedal treten müssen oder so. Genau, dann ernten wir erneut ab das Zuckerrohr, da brauchen wir ja eh Vorräte, wenn wir uns genug Emeralds ertraden wollen auf Dauer. Und ansonsten wollte ich mal das ein oder andere ansprechen, und zwar kennt ihr das ja vielleicht, wenn ihr irgendwie ständig angerufen werdet oder so, vor allem unverhofft. Manchmal kriege ich auch von irgendwelchen unbekannten Nummern Anrufe und deswegen gehe ich schon oftmals gar nicht dran, weil ich mir gleich denke, ach, das ist jetzt wieder irgendwer, der mir einen Vertrag oder was auch immer aufschwatzen will. Da werde ich natürlich Abstand nehmen und denke mir, ach, gerade kann keiner was von mir wollen. Ich weiß im Prinzip Bescheid über alles, was erstmal möglich oder wichtig sein könnte, und deswegen habe ich eben dann das auch mal stecken lassen. Vor allem hatte ich gerade einen Termin. Da ist ja blöd, wenn du noch einen Anruf startest, obwohl du jederzeit aufgerufen werden könntest. Und daher habe ich später einfach mal geschaut und da habe ich irgendwie random eine Nachricht gekriegt als Memo direkt, und ich fand halt diese Art und Weise schon wieder komisch, denn da wurde mir direkt unterstellt, okay, ja, hallo, hier. Wie ich höre, bist du gerade nicht erreichbar und deswegen, ja, mache ich jetzt hier extra die Memo für dich. Also das wurde tatsächlich richtig betont, wo ich mich einfach gefragt habe, hä, was ist denn jetzt los? Vor allem hatte ich zu der Person irgendwie ein halbes Jahr oder so keinen Kontakt wirklich, und deswegen hat es mich natürlich gewundert, dass das jetzt so schnell gehen musste und ich direkt rangehen soll. Keine Ahnung, also das vermittelt einem ja auch so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass man sich gefühlt rechtfertigen soll, warum man nicht rangegangen ist. Das hört man halt da schnell raus, wenn die Rede davon ist, dass man ja beschäftigt ist bestimmt schon wieder, und wir haben auch schon mal in der Vergangenheit über mein Studium geredet und was ich da meistens zu tun habe, dass ich deswegen nicht erreichbar sein kann. Deswegen habe ich auch gleich schon wieder gedacht, dass das gemeint ist und die Person quasi versucht schon wieder rauszufinden, was ich mache, weißt du, als wäre das wirklich so von Bedeutung aktuell und als wäre es extrem wichtig, dass ich das direkt mitteile, obwohl wir einfach ein halbes Jahr eh keinen Kontakt hatten und ich niemandem eine Rechenschaft schuldig bin, warum ich gerade mal nicht erreichbar bin. Das war halt auch schon relativ, ja, am Abend, und warum soll ich da jetzt unbedingt direkt rangehen müssen? Also da kann ja vieles dazwischen kommen oder was weiß ich, also das ist jetzt schon nicht so abwegig und ich finde das dann halt immer ein bisschen komisch, wenn da so ein komischer Unterton direkt dazwischen ist. Vor allem bei der Person und dieser Lage. In einer anderen Situation wäre es sicherlich auch nochmal anders zu bewerten. Aber ich denke, ich habe schon meine Gründe, warum ich das hier so aufbausche. Man könnte natürlich allgemein sagen, naja, du interpretierst da viel zu viel rein. Von wegen, mach dir nicht so viele Gedanken. Aber ja, bei manchen Leuten ist es schon angebracht, dass man sich so ein bisschen was überlegt. Denn da muss man auch aufpassen, dass man nicht vielleicht übers Ohr gehauen wird. Denn, naja, gut, ich will jetzt der Person das nicht unterschreiben.
stellen. Es ist ja auch hier ohnehin anonym. Also ich werde keine weiteren Details verraten, natürlich, über den Kontakt oder persönliche Eigenschaften etc. Das ist ja klar, aber ich will nur untermalen, dass ich schon weiß, wie ich die Person ungefähr einschätzen kann und ich mir auf jeden Fall ein bisschen Bedenkzeit auch bei einigen Dingen geben sollte. Aber ich werde sehen, wie ich damit umgehe. Wahrscheinlich gucke ich, dass ich mir bei der Geschichte, um die es geht, noch ein bisschen mehr Zeit auf jeden Fall rausnehme, als jetzt eigentlich eingeplant ist. Denn es ging schon mal um die Sache vor einer ganzen Weile und damals war eigentlich jetzt relativ lange Bedenkzeit bzw. Funkstille und es ging um die aktuelle Thematik schon vor einem halben Jahr und damals auch relativ intensiv, aber jetzt halt lange nicht und irgendwie habe ich schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass das überhaupt noch weitergeht, denn es gab schon Anzeichen dafür, dass das vielleicht einfach sich erledigt hat und jetzt ist aber doch wieder was und ich werde mich noch nicht festlegen, ansonsten habe ich mich dazu entschieden, dass wir einfach mal das als Thumbnail nutzen gerade, auch wenn es etwas unkonventionell wirken könnte, aber egal, ich verabschiede mich an der Stelle, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.